Süchard Papillon präsentiert heute ganz einen speziellen Tag. Tagtäglich mit jemandem, den man eigentlich nicht unbedingt erwarten würde. Es ist nämlich ein Mitarbeiter von Tele Zürich, aber es ist ganz ein spezieller Mitarbeiter. Sein Name ist Matthias Acker. Und ich habe ihm mal versprochen, wenn er mal 250 Beiträge gemacht hat, käme er in die Sendung. Das heisst, mal sehr utopisch stehen. Wie viele sind es bis jetzt? Ich habe heute Morgen die Agenda nachgeschaut. 318 sind es im Moment. 318 Beiträge. Das ist ein Grund, um im Tag täglich zu sein. Oder gibt es noch einen anderen Grund? Ja, ich weiß nicht, ob jetzt der Höhepunkt ist von einer Karriere in meinem Leben, aber es freut mich natürlich, dass ich da bin. Und ich habe natürlich, wo du das gesagt hast, eigentlich immer anfangen notieren, oder? Und ich kann eidesstattlich eigentlich sagen, das stimmt. Ja. Das ist eine Methode, damit ich schaue, dass die Leute arbeiten, weißt? Ja, also so wird man auch bekannt. Oder? Ja, ist cool. Also, du bist ja eigentlich nicht nur der Matthias Acker von Schaffhausen, wie man ziemlich gut gehört. Uwiesen, Entschuldigung. Ja. Das ist immer noch Kanton Zürich. Muss ich immer klarstellen, die Leute sagen immer, du hast Schaffhausen, dann meint man irgendwie jenseits vom Rhein oder jenseits von Europa. Also ich komme von Uwiesen. Das ist die drittnördlichste Gemeinde vom Kanton Zürich. Ist das sonst nicht irgendwie schon bekannt? Oder gibt es nicht andere berühmte Zeitgenossen von Uwiesen? Ja, also von Uwiesen, der Herr Blocher hat seine Jugend verbracht. Das ist einer. Der Rolf Ringer hat dort lang gelebt. Aha, eben. Ich habe ein Vorstellungsgespräch vor 3 Jahren, als ich mir vorgestellt habe, bei Tele Zürich. Hast du gesagt, woher kommen sie? Dann hat er gesagt, Uwiesen. Dann hat er gesagt, Uwiesen, hast denn du gesagt? Wer kommt von dort? Dann hat er gesagt, Rolf Ringer. Und dort hast du ihn noch nicht gekannt. Du bist also dort schon der Zeit voraus. Und der CG Jung. Ja. Der CG Jung war, glaube ich, auch noch 2 Jahre da. Also gut. Aber vor allem bist du Fan, jetzt, wenn man von deinen Sachen redet, die dich interessiert, vom Blocher, jetzt von all denen. Ja, Fan ist jetzt übertrieben. Aber doch, du hast so ein paar Leute. Das ist so also unglaublich speziell bei dir. Für die Fan bist du. Also ist der Blocher, der Pfarrer Sieber, der Sigi, der Trompeter, der Sprayer von Zürich. Und jetzt nimmt mich einfach wundern, was ist so das Gemeinsame, das Verbindende von denen? Nein, also ich muss gleich mal klarstellen, Fan ist ein falsches Wort. Als Journalist darf man nicht Fan für jemanden. Doch, das machst du auch ein bisschen. Nein, überhaupt nicht. Ich finde die Leute einfach interessant. Pfarrer Sieber gehören ja viel, oder? Aber ich finde das einfach eine interessante Figur. Und ich finde immer, Leute, die ein bisschen mehr gemacht haben, die schillernd sind auf eine Art, die haben auch das Recht, in einem Medium aufzutreten. Weil die machen ja im Prinzip das Leben wieder interessant. Und wenn ich jetzt in einer Position bin als Videojournalist, dann nehme ich natürlich die Chance wahr, dass ich die Leute dokumentieren kann oder auch mit diesen Leuten in Kontakt kommen. Aber man könnte sich jetzt nicht vorstellen, dass du mal etwas echt kritisch über den Pfarrer Sieber würdest bringen. Also eigentlich müsste das stimmt überhaupt nicht. Nein, das stimmt jetzt überhaupt nicht. Ich war natürlich jetzt auch bei Rockwil, das war ja in dem Sinne eine Niederlage für den Pfarrer Sieber. Ich habe dort, ich glaube, sehr seriös und kritisch berichtet. Aber ich finde eigentlich einer, der so Leute ein bisschen bewundern. Du bist ein bisschen ein Bewunderer. Darum bin ich vielleicht heute da, würdest du jetzt sagen, oder? Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, jetzt gerade in diesem Job hast du die Chance, so Leute zu treffen. Und das sind ja auch die Leute, die dann auch Farbtupfer gehen von einer Stadt. Jetzt der Pfarrer Sieber, muss ich auch gleich noch sagen, er ist angeschossen worden und er ist in Kritik gekommen. Und viele Leute mögen ihn vielleicht auch weniger als auch schon. Aber der hat im sozialen Bereich so wahnsinnig viel gemacht und hat, ich konnte das immer mitverfolgen. Ich habe die Leute gesehen am Letten und sehe heute die Leute in Ramsen. Und da muss ich sagen, dann hat der Pfarrer Sieber diesen Leuten sicher etwas Gutes gebracht. Richtig, aber du tust jetzt eben ein reden also so ein bisschen als ein Gläubiger und nicht unbedingt als ein Journalist mit einer gewissen Distanz. Also der einzige Gläubiger bin ich vielleicht gegenüber der Bank. Nein, überhaupt nicht. Der Gläubiger. Ja, der Schuldner in dem Fall. Ich habe gemerkt, du merkst es nicht. Nein, aber beim Pfarrer Sieber überhaupt nicht. Ich finde das einfach eine interessante Figur. Ja. Und ich glaube, der bringt auch einen Fernsehfilm, wenn man den übertreibt. Und ich bemühe mich also wirklich kritisch zu sein. Aber eben das, dass du, ich sage es jetzt noch zum letzten Mal, bei gewissen Leuten hast du irgendwie ein spezielles Faible dafür. Ist das richtig? Ja, es geht mir einfach darum, wenn ich einen Beitrag mache oder am Morgen zur Arbeit komme, will ich mich am Tag nicht langweilen, oder? Und dann mache ich natürlich gleich gerne Leute, die einem vielleicht auch etwas bringen, geistig. Und wenn man das verbinden mit dem Job, dann ist ja das Beste, was man haben kann. Und ich glaube, das kommt dann auch beim Beitrag über. Gut, also man sieht jetzt vielleicht zuerst einmal nicht in einem Beitrag, sondern etwas, wo er fast schon eine offizielle Rolle übernommen hat. Vielleicht kannst du das mal kommentieren, was wir da jetzt im Bild sehen. Also das war im vergangenen Dezember, da war die Wiederwahl zum Bundespräsidenten von Herrn de la Mure. Man sieht, vorne ist nicht so glücklich, dass er jetzt Präsident geworden ist. Und da ist das grosse Gremium, Kollege Ogi. Dann Frau Dreifuss, dann hinten der Leuenberger, hat sich nicht so wohl gefühlt.
da ist der Bundesweibel. Und das ist eigentlich mein Job, oder? Wie du ja immer gesagt hast, der achte Bundesrat. Der Mann hinter dem Bundesrat, ja. Oder? Wie du gesagt hast, wir müssen immer hautnah dranbleiben, habe ich das relativ wörtlich genommen. Aber du hast gemerkt, ich habe zögert, in Heiligen Saal jetzt zu laufen. Wärst aber gern gegangen. Ich wäre wahnsinnig gern gegangen, ja. Aber ich komme immer von Wies über. Du kommst, ja, wie oft bist du jetzt schon verwiesen worden? Ich glaube jetzt mittlerweile 3 Mal. Bist du also Wiederholungstäter? Wiederholungstäter in dem Sinn. Das Problem ist, die SRG dürfen im Saal filmen, Fotografen dürfen die. Und ich bin eigentlich, wie sagen wir dem, Outsider, oder? Ich darf in Saal nicht. Das ist jetzt beim Regionalfernsehen. Weil früher bist du ja Bundeshauskorrespondent gewesen. Bin ich auch mal gewesen, ja. Von einem Sender, wo, wie hat der geheißen? Ich mag mich nicht mehr erinnern. S+. Ah, das war noch von S4 gewesen, genau. Vorne, ja. Genau. Ja, und was hast du denn dort in Bern gemacht? Da haben wir eine eigene Nachrichtensendung gehabt. Auf die sind wir wahnsinnig stolz gewesen. Das war die einzige oder die erste landesweite Alternative zur DRS-Tagesschau. Die ist jeden Abend. Das hat fast niemand gemerkt. Es haben vielleicht nicht so viel gemerkt, aber sie hat sich her, oder? Die ist jeden Abend um 9 Uhr gekommen. Und die ist, glaube ich, ein Vierteljahr gekommen. Und ich bin ein ganzes Vierteljahr? Ein ganzes Vierteljahr. Und ich war eigentlich der Mann aus Bern. Ja. Und da bin ich am Morgen um 7 Uhr mit dem Zug auf Bern gefahren. Von Uwiese? Nein, von Zürich. Ich bin dort alle ins Bundeshaus, habe irgendeinen Bundesrat interviewt oder einen Nationalrat oder berichtet von der Debatte. Mhm. Und am Abend hat es dann immer geheißen, Silvia Affolter, das war auch mit Nachrichtensprecherin gewesen, und der Siro Barina, die kennst du ja. Und die haben gesagt, und jetzt schalten wir nach Bern zu unserem Mann. Und dann habe ich gesagt, der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung das und das bestimmt, Matthias Ackert aus Bern. Oder? Das ist so richtig der traditionelle, langweilige Bundeshausjournalismus, wie nicht die SRG vorgemacht hat. Ja, aber ich muss sagen, ich muss heute immer noch sagen, für mich ist da, es gibt ja im, Moment, im Leben so einen Moment, wo man eine Chance hat. Und das war für mich so eine Chance gewesen. Ich bin mit 29, ich bin keiner Partei gewesen, ich habe niemanden kennt, haben die mich genommen als Bundeshausmann. Ja. Und das ist natürlich ein... Du hast doch schon eine grosse Karriere gehabt. Du bist doch schon, glaube ich, Mitgründer von einem Radio. Ja, das war schon wieder so. Radio Tutti Frutti 1981. Das war in der Phase, wo alle noch hier nachgehechelt sind. Oder? Und das war eine ganz andere Zeit gewesen. Dort hast du von Italien in die Schweiz gesendet und hast immer gesagt, das sei legal. Und wir haben dann gefunden, man kann ja das adaptieren. Ja, da sieht man dich, glaube ich. Ja, da sieht man dich. Dort mit dem Hut und dem Strumpf vorne dran. Vermummt? Vermummt, hat's ja. Da hat es kein Problem gegeben. Uns haben den Sender zweimal weggenommen, oder? Ja. Und wir haben dann hinten dran so eine Gedenktafel aufgestellt. Das ist die einzige Gedenktafel für ein Radio in einem Wald bei Schaffhausen. Das gibt es immer noch? Die gibt es immer noch, ja. Ein Waldarbeiter, habe ich mal gesehen, mit dem Pickelwelle dran. Aber die gibt es noch und da steht drauf, in ewiger Schwur und Treue zu Radio Tutti Frutti 1981. Und die steht also noch. Das ist die einzige, und da bin ich auch stolz drauf, das ist die einzige Gedenktafel für ein Radio weltweit. Mhm, auf was bist du schon stolz? Ja, ich bin auf 318 Beiträge, dass ich heute im Talk täglich bin. Nein, das ist eine schwierige Frage. Dass du Doktor wirst? Ja, also... Weil du hast damals immer, also während du filmst und den Ton aufnimmst, glaube ich, mit der dritten Hand hast du damals deine Dissertation geschrieben. Ja, zur Nacht habe ich geschrieben, ich habe die jetzt eingereicht, aber wie gesagt, Doktor bin ich noch nicht. Da muss jetzt natürlich die ganze... Aber wie ist denn das möglich? Jetzt sagt man doch immer, bei Tele Zürich müssen die Leute so viel arbeiten. Und dann kann man sich so viel Zeit nehmen, um noch eine Dissertation zu schreiben. Ja, das ist eigentlich der Grund, dass du mich eingeladen hast. Dass du allen kannst sagen, der Ackert hat es gleich noch gemacht, oder? Nein, ich wollte das eigentlich immer wollen machen. Und, es haben ja, ich bin ja im Moment ein bisschen in der Fast-Food-Zeit. Ich sage da, das Jahr des Fast-Food. Obwohl ich kein Fleisch mehr esse. Das ist eigentlich viele Eindrücke sammeln, oder? Ja. Und dann mache ich jeden Tag bei Tele Zürich, komme am Morgen ins Geschäft und sage, wir gehen irgendwie ein paar Helgo filmen und am nächsten Tag mit dem Pfarrer Sieber dort hin, und am nächsten Tag zum Mogi und am nächsten Tag im Verkehrsunfall. Also du hast jeden Tag einen Eindruck von einer anderen Perspektive, oder? Das ist für mich eigentlich der Fast-Food-Moment, oder? Ich switche irgendwo durch die Stadt durch, oder den Eindruck habe ich. Und dann habe ich mal etwas vertiefen und ich habe mir immer vorgenommen, ich will mal so eine Arbeit schreiben. Und dann habe ich das gemacht. Und über was hast du geschrieben? Das duale Rundfunksystem der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung des 4. Fernsehkanals. Das ist aber spannend. Und was ist deine Schlussfolgerung? Wie gesagt, ich möchte noch nicht über die Arbeit reden, wie sie noch nicht angenommen ist. Aber es wird wahrscheinlich ein Bestseller. Oder besser gesagt, sie wird wahrscheinlich überholt im Moment, wo sie erscheint. Das ist gut möglich. Ich glaube, dein Fernsehen wird mehr geschaut, wie die Leute, die sie nachher lesen. Aber wie gesagt, ich kann da noch nichts sagen. Aber gleich. Also das ist also eine grossartige Leistung. Aber du hast noch vieles andere verbracht. Und nicht nur die Leute, die du jetzt beschrieben hast, triffst du, sondern auch andere. Zum Beispiel der Helmut Kohl. Und das hat es so ausgesehen bei Matthias Ackert. Herr Kanzler, wie gefällt mir denn Zürich? Ja, ich sehe ja nichts. Ich sehe ja nur Sie. Das ist mir zu wenig. Und ansonsten sehe ich Nebel. Aber Zürich ist eine schöne Stadt. Wie ist das für dich das mal? Ja, das war einfach der grösste Moment. Ja. Ich meine, ich habe den Kohl jetzt auch noch auf die Liste genommen. Der hat mich ja irgendwie hat mich immer imponiert. Das ist so der Durchschnittsmensch, der irgendwie urkatapultiert wird, oder? Und dann kommt der Kohl,
Das war November. Der Kohl hatte ein Treffen in Regensdorf mit der Schweizer CVP. Drei Bundesräte sind da gestanden, ein riesen Pomp-Pomp auf dem Flughafen. Und dann kommt noch die Frau vom Flughafen, vom Pressedienst, und sagt, der rackert dann ein bisschen anständig hin, warten, oder? Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, oder? Ich kenne den Kohl nicht persönlich. Und dann landet der Flüger, ja. Und der Kohl kommt, und irgendwie brennt es durch, oder? Und ich habe gedacht, welche Frage wollen wir stellen? Also, wie fühlen Sie sich? Die dürfen wir ja nicht mehr stellen, oder? Und, die haben wir verboten, gell? Die verboten. Die stellst du ja nur noch du am Ende der Sendung. Eben, gewisse Exklusivität. Ja, klar, das ist der Chef. Hat sich verschiedene Bundesräte mir schon beklagt, die keine Namen haben. Immer kommt der Matthias Ackeret und sagt, wie fühlt sich, was geht Ihnen vor? Obwohl, ich muss gleich noch klarstellen, obwohl ich jetzt nicht abschweifen will, ich finde es immer die beste Frage, wie sie es so persönlich. Oder? Ja, aber wir wollen über das doch nicht reden. Jetzt sind doch Politiker. Ja gut, aber das ist doch genau der Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Das sind ja alles Menschen. Wie war denn das, wo du dort ein Rencontre mit dem Herrn Gorbatschow, der noch in Amt und Würde ist? Ja, ich wollte noch schnell erzählen vom Kohl. Darf ich noch schnell? Ja. Der Kohl kommt, oder? Und dann stelle ich die mittlerweile legendäre Frage, wie gefällt Ihnen Zürich? Weil ich absolut schwachsinnig war. Wir haben gar nichts gesehen von Zürich. Es war neblig. Und ich komme mit dem Mikrofon spitz, hat mir noch einen kommentiert, so ein Sicherheitsbeamter, komm, ich an seinen Kopf. Das muss ich mir jetzt auch vorstellen, oder? Der Kohl ist näher gewesen, wie du. Der hat nicht einmal dich gesehen? Nein, der hat gar nichts gesehen. Der hat einfach das schwarze Loch gesehen von der. Ist noch höflich gewesen, weil er gesagt, ich sehe ja nur sie. Ja, aber ist doch ein genialer Satz. Ja, das ist wirklich. Also, aus dem Stegreif, ich sehe ja nur sie, oder? Ja, gut. Und da bin ich natürlich dann schon ein bisschen. Ich habe mir zuerst überlegt, nur den Satz bringen, ich sehe ja nur sie. Und dann haben sie mir in der Redaktion gesagt, das wäre vielleicht ein bisschen manipulativ. Und dann haben wir dann den ganzen. Aber immerhin, du bist immer Teil von der Action auch beim Herrn Gorbatschow gewesen. Ja, ist das ist. Ich weiß nicht, ob man sich da so stolz fühlen. Da ist jeder gesehen, der Empfang von. Ich bin immer ein großer Gorbatschow. Der hat mir imponiert. Der Mann hat mir imponiert. Ja. Und zwar hat mir der imponiert aus folgendem Grund. Wie er über seinen eigenen Schatten gesprungen ist. Er ist ja gescheitert total. Es ist halt in diesem Jahrhundert sind wenig Leute so gescheitert wie der Gorbatschow. Na gut, also, das ist. Ja. Je im Auge des Betrachters. Ja, ja, ja. Aber er hat mich wahnsinnig imponiert, dass er im Prinzip den eigenen Schatten probiert hat zu überspringen. Oder? Und das war ganz am Anfang von S+. Da haben sie mich eingeladen. Das war ja der Besuch von Gorbatschow. Das war der Bundespräsident Dogi an der Tat zumal. Haben alle gewartet da. Und dann plötzlich sagt einer, jetzt 3 Minuten, der Gorbatschow läuft durch die Wandelhalle. 2 Minuten, der Gorbatschow kommt näher. Oder? Und das ist dann einfach ein Moment, wo ich mich konzentriert habe und dachte, jetzt siehst du den Gorbatschow, oder? Und dann kommt der rein, oder? Und ich wirklich völlig versteinert, oder? Und der berühmte Flecken, oder? Das war ein wahnsinniges Moment gewesen. Das war also, ja grösser gewesen, als ich dich gesehen habe, bei der Vorstellung. Ja, komm, ja. kommt der Gorbatschow rein. Und alle, ähnlich wie beim Freund Kohl, oder? Mache ich alle einen Schritt führen und der Gorbatschow kommt dann irgendwie. Und dann denke ich, das gibt's ja nicht, oder? Und hat dich begrüßt? Ja, er hat mich nicht begrüßt. Im letzten Moment schiebt mich jemand dann so auf die Seite, oder? Wer ist das gewesen? Ich vermute den Ogi, ja. Aber ich weiß es nicht. Ich muss klarstellen, es tut jetzt nicht, dass jetzt Leute meinen, das ist jetzt ein Großschwätzer. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, du sagst, du musst. Ja, sie haben mal gesagt, ein ganzer Junge steht da. Und dann ist halt der Grob ist hier gekommen, dann sind zwei so Jünglinge da gesehen, oder? Der eine ein bisschen sportlicher als ich und der andere, ja. Aber wie gesagt, der Gorbatschow hat mich auch 4 Jahre lang beschäftigt. Also der ganze Umbruch im Osten, der hat mich natürlich tierisch beschäftigt. Aber hat er die Tante dann schlussendlich nicht gegeben? Dürfen gegeben? Wir sind später gegeben. Also am Ende von dem langen Tag ist eine Pressekonferenz so gewesen. Du bist ja der bei Telezür immer versucht, einen speziellen Angle zu finden. Und du hast es unter anderem geschafft, ganz berühmte Politiker, wie zum Beispiel Gerhard Schröder aus Deutschland, in eine spezielle Situation hineinzulocken. Schauen wir uns doch das mal jetzt an. Ja, Ministerpräsident, wo strampelt man mehr? In der Politik oder hier? Eindeutig hier. Ich habe im Moment nicht viel zu strampeln. Ja, wie geht's denn eigentlich hier, vom Technischen her? Ist das zum ersten Mal, wo Sie Pedalo fahren? Das ist ein typisch Schweizer Boot. Man müht sich, kommt aber nicht richtig vom Fleck. Sie entspannen sich hier. Sie sind alleine. Das überrascht ein bisschen. Naja, ich bin sozusagen mitgenommen worden. Sie wissen schon von wem und die Sicherheitsleute, das darf man ja gar nicht laut sagen, die sind hier irgendwo hinter den Büschen versteckt. Sicherheitsleute haben Sie alle verloren aus dem Blickfeld? Nein, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich sind die unter Wasser gegangen. Also, jetzt ist das schwierig, so ein Ministerpräsident aus einem grossen deutschen Bundesland in so eine Situation hineinzubringen? Ja, es wird natürlich immer schwieriger, oder, bei uns. Es wird immer schwieriger. Am Anfang haben alle gesagt, ein Interview mit dem Schröder ist das grösste im Tele-Zürich. Ja. Und ich habe dann das am Morgen vorgeschlagen. Ja. Der Schröder kommt auf Zürich und vielleicht können wir etwas machen mit ihm.
Und dann haben sie gesagt, ja, du, irgendwie so einen, oder kannst du mal ein paar Fieber machen oder die Kohle, weiß gar nicht, aber der Schröder kennt ja da niemand. Oder? Und dann haben sie gesagt, das ist unfair, vielleicht wird der Schröder in 3 Jahren Bundeskanzler. Oder? Und dann ist es einfach wichtig, dass man den mal noch gesehen hat. Oder? Und dann haben sie gesagt, ja gut, du musst ihn aufs Pedalo bringen. Oder? Niemand hat natürlich hat alle gedacht, okay. Oder? Und dann bin ich da an den Flughafen rausgefahren, um 2:30 Uhr, und dann ist Schröder angekommen, hat dann gewartet beim Eingang Terminal A, und er ist dann beim Terminal B gekommen. Ich sehe dann auf jeden Fall, dass Schröder irgendwie in so eine Limousine einsteigen mit 3 Leibwächtern, und dann habe ich mir den Taxifahrer gesagt, fahren dem Schröder nach. Und dann sind wir dem Schröder nachgefahren, ist dann ins Hotel Nova Park, und dann haben schon gemerkt, die Geschichte ist eigentlich gescheitert, lange Rede, kurzer Sinn. Der Schröder ist dann wieder oben runtergekommen und hat einen relativ mürrischen Eindruck gemacht. Und ich bin dann mit dem Stativ und dieser Kamera hintergelaufen und habe mich natürlich der Sicherheitsbeamte schon auf die Seite gelassen. Er hat gemeint, mit dem Stativ Schlögli da, oder? Und er hat gesagt, nein, ich will eigentlich nur ein Interview machen, oder? Und dann hat der Schröder gesagt, ja gut, dann gebe ich eine Quote ab über die bilaterale Beziehung von der Schweiz. Dann habe ich gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Mich interessiert eigentlich nur, er will in 3 Jahren Bundeskanzler werden und habe jetzt seine Frau verloren. Das ist ja ein bisschen ungünstig. Und dann hat der Schröder gesagt, das wird schon noch niemand gesagt zu ihm, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, wir können jetzt schon ein bisschen über das diskutieren, oder? Dann hat er gesagt, ja wo? Dann habe ich gesagt, auf dem Pedalo, oder? Und dann hat er gesagt, ja, da können wir natürlich mit, oder? Mhm. Wir müssen aber ein bisschen relativ schnell gehen, dass die Leibwächter nicht mitkommen. Dann sind wir beide da gerannt, sind in meinem Seat Ibiza, riesen Sauwarnung, oder? Der Schröder, alles hindern. Und dann sind wir an den See gefahren und dann sind wir dann mit dem Pedalo rausgefahren. Und das Problem an diesem Tag war, erstens die Batterie ist lauernd durch, Mikrofon, wir haben das Interview 15 Mal gemacht. Und der hat mitgemacht? Ja, der hat mitgemacht. Wir haben dann über seine Beziehung und alles haben wir geredet. Ist ein wahnsinnig guter Typ. Das Problem war, dass wir wieder angekommen am Ufer. Und dann hat er gesagt, jetzt gehen wir noch eins trinken und so. Dann sind wir noch eins trinken. Und dann hat er plötzlich auf die Uhr geschaut und gesagt, in 10 Minuten über seinen Vortrag. 20 Minuten. Es war dann ein Tag, wo auf der Westtangente der ganze Verkehr zusammengebrochen ist, oder? Und dann bin ich dort beim Bahnhof Wipkingen vorne, bin ich mit dem Schröder im Auto rein. Kommen links und rechts in Trambo stehen, man kommt nicht vorwärts, ist immer heißer. Und ich schaue auf die Seite und der Ministerpräsident sagt, meine Leibwächter suchen mich schon überall. So. Aber ist dann noch rechtzeitig angekommen. Du hast also das gemacht mit einem deutschen Politiker, können wir das mit einer Schweizer Politiker machen? Was meinst du? Yes. Also, das hat mich halt am Schröder imponiert. Es ist einfach die Sache, wenn ich auf die Leute zugehe. Das ist einfach... Aber hast du schon mal etwas anderes mit einem Schweizer Politiker? Mit dem gemacht, so mit dem alten Nationalrat Pfarrer Sieber. Ja, mit dem kann man alles machen. Aber mit dem rechten Politiker. Mit dem Ogi, was hast du können machen mit dem Ogi? Nein, mit dem Ogi haben wir auch über bilaterale Beziehungen geredet. Ja. Nein, es ist einfach, das ist halt vielleicht bei den Deutschen der Unterschied. Mhm. Oder? Einfach wie so, das hat mir jetzt auch wahnsinnig Eindruck gemacht, dass du mit so einem kannst Pedal laufen. Also das ist es auf die Art und Weise, tust du dich selber verwirklichen. Also machst du noch auf andere Art und Weise. Du hast eine Weltreise gemacht. Kannst du auch noch machen bei Tele Zürich. Neben dem Diss schreiben und 318 Beiträge. Und glaube ich, wie lange ist die Weltreise gegangen? Die Weltreise ist 3 Wochen gegangen und dann 2 Tage Mallorca, 3,5 Wochen. Und hast du irgendetwas gesehen? Ja, 5 Kontinente. Bist du nicht gestört? Nein, ja klar. Also die Begeisterung über die Weltreise war eigentlich nur bei mir, beim Kollegen, der Mikro ist. Und bei dieser Frau vom Reisebüro, die immer noch Destinationen anhängen kann. Wir haben die Weltreise ist zuerst auf Afrika gegangen, also Kapstadt, dann Bangkok, Peking, ich kann jetzt nicht alles sagen, sonst geht es lang, Sydney, Bora Bora, San Francisco, Las Vegas, Death Valley, weiß Gott was, und dann noch der Höhepunkt dann eigentlich in Mallorca. Aber was ist der Höhepunkt ist Mallorca? Ja, das ist nur um die Welt gehen! Der Höhepunkt in Mallorca schon. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich um die Welt reise, oder, dann gehe ich an den Ort, an, wo mir irgendwie am perversesten scheint. Und da habe ich eine Sendung gesehen da über Ballermann 6, glaube im RTL, da, wo alles Schalke 04 irgendwie adaptiert auf Mallorca. Und dann habe ich immer gefunden, dort muss die Weltreise enden. Mhm. Aber ich habe natürlich mittlerweile festgestellt. Es ist der Höhepunkt. Es ist der Schlusspunkt, sagen wir so. Also ich muss mich korrigieren. Du fühlst dich dort am wohlsten? Nein. Ja, mal, weißt du es? Ja, das ist jetzt in der berühmten 4-3. Nein, ich muss noch mal sagen, der Sinn von dieser Weltreise, ich bin jetzt ein bisschen der Fast-Food-Zeit. Oder wenn ich in Tele Zürich habe, wir switchen durch die Stadt. Gut. Und ich eigentlich schon immer wollen, seit ich eigentlich jung bin, die Welt gesehen in einem Monat. Und jetzt switchen sie? Ja, jetzt haben sie durchgesehen. Also, wenn wir doch ein paar Bilder anschauen. Er hat natürlich, wie jeder Tourist, hat er ein paar Bilder mitgebracht. Sollst du vielleicht selber kommentieren, was wir da sehen? Ja, da ist auf der chinesischen Mur. Das war so eine Mutprobe, oder? Ich habe jedem gesagt, ich lege dann so ein Liebe an. Das war der Spruch von der...
Berliner Revolution 89, die Mauer muss weg, oder? Und wie ich dann einem Mann bin, der das Wort hält, haben dann das Liebli angehabt. Der war vor dem Haus vom O.J. Simpson. Hast du Angst gehabt? Hast du Angst? Ja. Können wir vielleicht noch mal einen Schritt gehen? Haben dann die Chinesen, hast du Angst gehabt, dass da jetzt irgendwelche Leute kommen und sagen, das sei jetzt eine Wiederholung von Tiananmen? Unruhe, dass einer kommt und will da Kulturrevolution machen? Nein, ja, ich habe Angst gehabt. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich habe das da mal erzählt, so lapidar im Tele Zürich. Und dann haben die das alle wahnsinnig lustig gefunden. Und dann gesagt, das machst du eh nicht, oder? Ja. Und dann bin ich da, der Kollege hat es gar nicht einreisen lassen in Peking. Wieso nicht? Ich weiß auch nicht, wegen Passer und Stempel. Ich war dann allein hier in Peking am Abend. Und ich wusste, ich habe einen Tag Zeit in Peking. Also, ein Tag? Ein Tag. Oder? Ein Tag China? Ein Tag China? Ich habe die letzte Woche mit dem Stadtrat Wagner gefragt. Der ist ja ein bisschen mehr in China wieder. Ja. Und er hat das auch ein bisschen komisch gefunden. Ja. Man sieht relativ viel. Es kommt ja immer darauf an, wie man es aufnimmt. Ja. Oder? Und ich habe... Seit ich jung bin, habe ich die chinesische Mauer gesehen und ich habe mir auch immer überlegt, wie komme ich an die chinesische Mauer an, dass das wirklich ein Eindruck ist, ein bleibender Eindruck. Oder? Und dann habe ich dort von China einmal angerufen, im Tele Zürich, und die einzige Frage war, die sie gestellt haben, und dann leist Liebli an, die Mauer muss weg. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich es anlegen. Oder? Und jetzt kannst du uns über China vieles erzählen. Ja. Oder? Ja, ich habe... Wie gesagt, ich muss gleich noch mal sagen, es scheint komisch, so eine Weltreise machen. Begeistert ist ja bei anderen Leuten. Aber ich finde es gleich gut. Ich habe das immer machen, die Welt in einem Monat gesehen, habe ich gesagt. Und du siehst auch andere Zusammenhänge. Ich habe zum Beispiel, was sind deine Erkenntnisse, wenn man die Welt in einem Monat durchfräsen lässt? Ja, ja. Also die Erkenntnis Nummer eins ist im Prinzip, dass die Welt viel kleiner ist, als man denkt. Die Welt ist, nein, die Welt ist da. Du musst dir das vorstellen, du bist in 36 Stunden an jedem Punkt der Welt. Ja, also die Flugzeuge fliegen einfach schneller. Ja, der Goethe war 3 Tage am Rheinfall. Er ist 3 Tage den Rheinfall anschauen. In dieser Zeit bist du an jedem Punkt der Welt. Mhm. Und der andere Punkt ist, das klingt immer relativ einfach, der andere Punkt ist, der Einfluss von Amerika ist viel stärker, als man meint. Das ist mir nie so klar geworden. Wenn du in Kapstadt bist, oder Sydney, oder San Francisco, oder vielleicht auch Zürich, die Städte sind in einem gewissen Sinn auch schon austauschbar geworden. Du hast überall Planet Hollywood, du hast überall die gleichen Modegeschäfte. Das heisst, es lohnt sich gar nicht. Man kann ja zuhause bleiben. Im Prinzip, ja. Also ich habe meiner Mutter immer gesagt, warum man so eine Weltreise, ist ja viel Geld und weiß Gott was. Da habe ich gesagt, du, für den Rest vom Leben gehst du auf Sedrun, oder? Aber, ja, das kannst du jetzt. Da kann ich jetzt. Ich habe nie gesagt, ich habe die Welt. Gibt es einen Ort, den du willst noch mal anschauen? Ja, ja, also ich möchte auch länger. Mallorca? Nein, ich möchte länger auf China zum Beispiel oder ich möchte auf Tibet. Das sind so Destinationen. Aber Tibet in einem Tag, das wäre nicht nein, das möchte ich im Monat. Nein. Die Weltreise ist ein einzigartiger Eindruck. Und ich wollte einen Weltrausch erreichen. Ja. Ich wollte den Weltrausch erreichen. Und wo hast du ihn erreicht? Wo hat es gerauscht? In Las Vegas. Ja, nein, in Las Vegas. Ich meine das sogar ernst. Du kommst auf so einer Weltreise, wenn du jetzt 3,5 Wochen unterwegs bist und du fährst irgendwie durch die Wüste in Nevada, du nimmst auch alle viel intensiver wahr. Also die Höhen und die Tiefen sind viel stärker. Ich habe selber nie Drogen genommen, aber ich kann mir vorstellen, es ist so ein Zustand. Las Vegas ist das Beispiel der Zukunft der Welt. So entwickelt sich die Richtung von Las Vegas entwickelt sich die Welt. Ja, das ist aber das ist schon eine Art Modell der Zukunft. Ja. Aber ich meine leider. Ja, leider. Da muss man sagen, leider. Und ich glaube, wenn ich jetzt einfach auf Las Vegas geschaut habe, hätte ich das nie wahrgenommen. Dort ist ich habe es auch wahrgenommen. Ich war diesen Sommer in Las Vegas. Haben wir uns nicht getroffen? Du bist alle intelligenter. Aber ich hätte vielleicht gar nicht gesehen, wenn ich so kurz weg war. aber den Trevi-Brunnen haben sie zum Beispiel nachgebaut in Las Vegas. Das heisst, sie haben das alte Rom nachgebaut im Caesars Palace. Und es ist schöner als das alte Rom. Ja, und Pizza ist besser. Pizza ist besser als im alten... Ja, echt. Das ist klar. Mir ist halb schlecht worden. Mir ist halb schlecht worden, als ich das gesehen habe. Und dann bin ich in den Brunnen nie gestiegen und habe gesagt, I'm Marcello Mastroianni, oder? Wie heisst der? Marcello Mastroianni, La Dolce Vita, du kennst den Film, oder? Ja. Keine von den Amerikanerinnen hat den Film gekannt, oder? Aber Anita Ekberg ist nicht rum. Nein, aber du weißt, wie die Amerikanerinnen sind. Die sind dann alle irgendwie in den Brunnen gestürzt. Nein, wirklich? Ja. Du bist doch der Mastroianni. Hast du wissen, ein Matthias Acker? Hättest du ja gerade so gut können sagen. Du, ganz lustig, ich war in Beverly Hills. Oder? Dann laufe ich beim Rodeo, treife die Straße durch ab, dann ruft einer, Sali Tele Zürich. Die ganz schwelle Geschichte. Ja, die ganze Welt. 2 Tage später bin ich wieder da, ich arbeite bei einem Stadtrat und sagte zu mir beim Beitrag 317, ja, Herr Acker, es ist schon noch hart, wenn man den ersten Beitrag macht heute. Also, komm, wir schauen noch 2-3 Bilder an von der Weltreise, so ist alles relativ. Wo uns Tourist noch mitgebracht hat. Was haben wir da? Also, da ist ein Haus von O.J. Simpson. Wieso bist du zu dem gegangen? Das war irgendwie ganz lustig. Du wirst jetzt wieder sagen, das ist ein Faible für berühmte Leute. Ich bin in Los Angeles gsi, bin da diesen Fussabdrücken angelaufen und so. Und auch berühmte Leute. Ja, alles berühmte Leute. Ist mir in den Sinn gekommen. Ich habe immer gesagt von der Marlene Dietrich, ich habe den nicht gefunden. Oder? Die haben immer
einfach eine starke Frau gefunden. Und das hat es noch nicht gegeben. Hat es dort noch nicht gegeben. Und dann kommt in den Sinn, O.J. Simpson wohnt da. Und dann lerne ich zufällig einen Taxifahrer kennen, der irgendwie einen Schweizer da so Vater gemacht hat. Und dann habe ich zu dem gesagt, ob wir ein Haus können zeigen vom O.J. Simpson. Mhm. Jetzt war der Spezialist für O.J. Simpson Vater. Ja nein, man hat ja auch ein Skrupel zum Hausfahren vom O.J. Simpson. Nein, wieso? Er hat keinen Skrupel, du hast keinen Skrupel. Ja, ich habe dann immer gesagt, ich mache eine Gerichtsreportage bei Tele Zürich und wegen dem und dem. Das ist aber eine schwache Aussage. Gut, ich hätte nicht interessiert. Wir sind ja zu dem Hausfahren vom O.J. Simpson. Dort darf man ja nicht mehr halten. Das ist das Problem. Aber du bist ja da gestanden. Ich bin da gestanden. Ich habe den Taxifahrer gesagt, soll halten. Und er hat gesagt, wenn man halte, dann gäbe es 500 Franken Buße. Auf jeden Fall, es hat dann ein Foto gemacht von dem Tor. Und dann hinten plötzlich geht die Alarmanlage vom O.J. Simpson ab, oder? Ja. Und der Taxifahrer ist leicht nervös und hat gesagt, jetzt wollen wir gehen, oder? Jetzt wäre das gefährlich. Das dann habe ich gesagt, es trifft sich gar gut, der Flüger nach Mallorca wartet. Okay, nächstes Bild. Hat es noch ein Bild? Mal schauen. Da ist mir schlecht gegangen. Das war die erste Übersättigungsphase in Asien. Bei Acho am Abend um 8 Uhr von Peking. Ich muss sagen, wo? Das ist Hongkong. Das ist Hongkong, ja. Das ist sicher. Highlight vom Hongkong, vom Hotel Regent oben runter. Ja. Zählt ja zu den besten Hotels der Welt. Und da haben wir noch einen kleinen Joke gemacht. Oder? Wir haben immer gesagt, wenn man so eine Weltreise macht, macht man es ja auch noch ein bisschen lustig. Oder? Kommunisten an die Macht. In Hongkong? In Hongkong. Das ist ein bisschen überflüssig eigentlich, würde man meinen. Ja, das hat auch niemand verstanden. Oder? Ja, bist du mal Kommunist gewesen eigentlich? Nein. Aber Linke? Nein. Also ich muss sagen... Also ich bin ganz enttäuscht. Ja, es wäre jetzt einfach, wenn ich es würde sagen. Nein, so viele von den Schaffhauser, Kachelmanns und wie die alle heißen. Ja, Kachelmann war natürlich linker als der Tisch, oder? Ja, ja. Nein. Wer war noch alles dort dabei? So bei eurer Gruppe, dort bei Radio Munot? Daniela Lager, oder? Aha. Daniela Lager ist die blonde Frau aus Zürich, oder? Da haben wir gesagt, da kommt der eine von Zürich, oder? Die darf in Schaffhausen etwas sagen? Ja, am Anfang. Aber nachher sind alle stolz, dass Zürich überhaupt Schaffhausen beachtet. Und nein, der Radio Munot, das war eine wahnsinnig tolle Zeit. Mhm. Ich habe ja immer Sender gesucht, muss ich vielleicht sagen, wo ich von Anfang an dabei bin. Oder? Mhm. Ich habe immer einen Schweizer Rekord machen von den Medien, wo ich von Anfang an dabei bin. Jetzt bin ich beim vierten, also Radio Munot, Radio Eviva, S Plus und jetzt Tele Zürich. Ja, Radio Tutti Frutti. Radio Tutti Frutti, ja gut. Was könnte als nächstes kommen, wenn du da sammelst, einen Rekord halten, dann sehen wir dich bald nicht mehr bei uns. Wohl, wie gesagt, im Moment gefällt es mir da. Ja. Aber wenn es neue Sender gäbe, wo man irgendwie einen rasenden Reporter müsste haben, dann wärst du wahrscheinlich dort interessiert. Ich weiß nicht einmal. Nein, vielleicht ist ja die Phase jetzt vorbei vom rasenden Reporter irgendwann. Irgendwann hast du ja auch das Medium erlebt, oder? Mhm. Oder hast du auch die Art von... Eben, die Fast-Food-Zeit ist vorbei. Was kommt denn für eine Zeit nach der Fast-Food-Zeit? Ein weiser Mann. Ich muss sagen, ein weiser Mann in Bangkok. Ich bin in Bangkok, oder? Ah, no! Haben wir vergessen! Entschuldigung! Dann laufe ich an einem Tempel... Ich mache es nicht gerne. Goldkettel-Sachen sind mir immer... Das ist immer Harry Hasler, oder? Warte mal, kann man das vielleicht noch zeigen? Was ist da drauf? Da ist der Buddha, oder? Dann laufe ich an einem Tempel vorbei und dann winkt mich ein Mönch zu mir. Zu sich, oder? Ja. Und ein riesen Ritual leitet mir den Buddha um und sagt, schweige. Das ist dir schwer gefallen. Es ist mir dort schwer gefallen. Wir haben gesagt, ich verdiene mein Geld so. aber es könnte sein, dass vielleicht die Schweigejahre dann noch kommen. Aber ich glaube, sie sind also kommen vielleicht in Schweiz. Du hast ja geschrieben, du hast Zürich, ein Schaffhausen, ein Uweisner. Entschuldigung, der Matthias Acker hat etwas über Zürich, über das Nachtleben in Zürich. Das hat dich, glaube ich, besonders interessiert. Hast du ein Büchlein geschrieben? Ist es eigentlich gut verkauft worden? Ja, ist gut verkauft worden. Ist im 94, glaube ich, sogar einer der besseren verkauften. Ist überall, also ich muss jetzt ehrlich sagen, da komme ich heute, also Geo hat mir angerufen aufgrund von dem Führer und Merian hat mir angerufen. Okay. Ist beachtet worden. Wieso machst du jetzt denn nicht ein Buch irgendwie so «Die Welt in 30 Tagen»? Das wollen wir machen. Wir haben Tagebuch geführt. Oder? Also, du hast ja vorhin gesagt, wie Touristen. Ich muss mir klarstellen, jeder, der reist, ist ein Tourist. Ich habe immer bis jetzt Leute getroffen, die auf die Ferien heimgekommen sind, auch in Mallorca, und sagen, wir sind keine Touristen. Jeder, der reist, ist ein Tourist. Mhm. Punkt A. Und wir haben, der Kollege und ich, jeder hat Tagebuch geschrieben und haben dann das gegenübergestellt. Und das gibt dann einfach irgendwie auch eine gewisse Dimension. Und das möchten wir von euch. Wird euch schriftlich noch entgegensprudeln. Ja. Es ist befürchten, ja. Aber du, Papier, Matthias, danke vielmals, dass du gekommen bist. Ja, schon fertig. Du hast noch so viel zu erzählen. Aber da ist die halbe Stunde schon. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Heute Abend. Jetzt noch eine Frage. Tagtäglich, ja. Wie fühlen Sie sich? Wie fühlst du dich? Gut. Ja, du kommst morgen wieder, gell? Irgendwann? Du beim 500. Oh nein, ich mache jetzt keinen Deal mehr. Also, jetzt geht es weiter mit den Aus. Danke für die Aufmerksamkeit und schönen Abend.
Suchard Papillon präsentierte